Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir ein, das ist ein schwieriges Wort, Millefeuille. Das bedeutet 1000 Schichten. Mill für 1000, Feuille für Schichten oder 1000 Blätter. Für das Millefeuille brauchen wir eigentlich Blätter, also nur Blätterteig, dann hätten wir schon 1000 Schichten. Aber es ist ein Törtchen mit einer Creme dazwischen. Und das ist mein Lieblingsdessert. Also wirklich eins meiner absoluten Lieblings. Ich liebe Blätterteig und ich liebe genau dieses Dessert. Und dafür brauchen wir Blätterteig. Ich habe den hier mal so rund ausgestochen. Wir brauchen außerdem für die Creme gleich 500 Gramm Milch, ein wenig Vanille, 5 Eigelb, Zucker, Speisestärke, einen Schneebesen und einen Topf. Ja, und gleich noch ein kleines bisschen geschlagene Sahne, aber da kommen wir gleich zu. Okay, wir fangen jetzt erstmal an und backen den Blätterteig blind. Und wenn ihr euch mal gefragt habt, wie geht das eigentlich, dass der Konditor oder der Bäcker es schafft, dass der Blätterteig so richtig schön glänzt, knusprig ist und nicht so, naja, so auseinanderfasert. Ich zeig euch, wie das geht. Erstmal brauchen wir Puderzucker für den Glanz. Und dann bestreut ihr diese Täfelchen hier wirklich großzügig mit Puderzucker. Dann kommt da das Backpapier oben drauf. So. Und darauf kommt dann ein Blech. Also das gleiche Blech nochmal obendrauf. So, das muss jetzt nicht angedrückt werden. Ja, also nicht beschweren, um Himmels Willen, bloß nicht. Sondern einfach so, wie es ist, lassen. Und jetzt gebt ihr das bei 180 Grad 12 bis 14 Minuten in den Backofen. Für die Füllung. Man nennt diese Füllung entweder Creme Patisserie oder Diplomatencreme. Für alle Koch-Azubis da draußen, das ist eine Diplomatencreme. Und los geht's. Wir brauchen 500 Milliliter Milch. Diese kocht ihr zusammen mit Vanillemark oder einer Vanilleschote, je nachdem, was ihr gerade habt, auf. Ein Teelöffel ist ungefähr eine Schote. In den Anschlagkessel gebt ihr das Eigelb, den Zucker und das schlagt ihr jetzt auf. Ihr könnt das natürlich auch mit der Hand aufschlagen, das geht auch. Ich bin da eher ein Freund von, dass man das mit der Maschine aufschlägt. Weil es geht erstens schneller, zweitens könnt ihr in der Zwischenzeit noch ein paar andere Sachen machen. Die Milch, die muss einmal wirklich, das muss schön, wie soll ich sagen, das muss eine schöne Vanillemilch hier haben. Okay? Das heißt, die muss auch einmal aufkochen. Wenn das jetzt gleich, das Ei und das Zucker schaumig geworden sind, gebe ich Speisestärke hinzu. Und ich erkläre auch, warum ich Speisestärke hinzugebe. Häufig wird, und das muss ich jetzt einmal erklären, das, was wir als Pudding bezeichnen, ist kein Pudding, sondern eine Creme. Pudding wird warm serviert. Na? Und deswegen, die Speisestärke kommt dazu, damit das Eigelb gleich nicht abhaut beim Aufkochen. Wir kochen das einmal richtig auf. Und die Speisestärke verhindert, dass das Eiweiß und die Milch sich, dass das so ausflockt, dass ihr Rührei habt. Okay, das heißt, wir haben gleich eine richtig schöne, feste Creme. Die lassen wir kalt werden. Und dann schlagen wir die nachher mit Sahne noch einmal auf. Das wird ein Fest. Also, Eigelb und Zucker haben sich miteinander vermischt und ist cremig geworden. Jetzt gebe ich die Speisestärke hinzu und schlage das einfach weiter. Auch auf höchster Stufe weiter schlagen. Das muss sich schön miteinander verbinden. Also, die Creme, also die das Eigelb, Zucker und Speisestärke haben sich jetzt hier miteinander verbunden. Und ich gebe jetzt die kochende Milch, ja, also die wirklich brühend heiße Milch, nach und nach dazu. Ihr könnt das natürlich auch im Anschlagkessel machen, ne, das geht auch. Aber ihr müsst es gleich sowieso hier rausholen. Also von daher, ich bin ja ein ganz großer Freund davon, so eine Abkürzung zu nehmen. Also eine Abkürzung wäre jetzt hier in dem Fall, das Stärke-Eigemisch in die heiße Milch zu geben.
aber dann habt ihr nachher einen Klumpen. Deswegen hier keine Abkürzung nehmen. So, jetzt habt ihr das hier drin. Schau mal, wie schön, wie das schon anfängt zu binden. Ne? Das ist jetzt so richtig schön cremig. Das gebt ihr jetzt zurück in den Topf. Und jetzt, der Hobbykoch, der wird jetzt denken, oh mein Gott, das geht schief. Aber vertraut mir. Unter ständigem Rühren und wirklich, ne, auch in dieser Geschwindigkeit, bringt ihr das zum Kochen. Und wenn es kocht, rührt ihr das ständig weiter. Noch so 1 bis 2 Minuten. Ihr habt danach eine richtig feste Creme. Dürft auch jetzt hier nicht weggehen, das brennt sofort an. Siehst du das? Guck mal, wie dick die wird. Ihr macht trotzdem weiter. Warum machen wir das? Ihr habt da Stärke drin. Und Stärke hat natürlich, gibt im Mund eine merkwürdige Konsistenz, wenn die nicht richtig aufgekocht hat, also wenn die sich nicht richtig verbunden hat. Und deswegen machen wir das. Und wenn wir das hier gleich fertig haben, ich höre, der Backofen ist fertig. Ne, hier sind wir jetzt auch fertig. So, die Creme ist jetzt fertig, es hat es nicht angesetzt, ne? Und ganz wichtig ist, das Ei ist nicht getrennt. Ne, es ist eine glatte Creme. Und die kommt jetzt in ein Blech, um die Creme einmal komplett auskühlen zu lassen. Das schmeckt übrigens auch so schon sehr gut. Und wenn ihr das jetzt warm servieren würdet, mit ein bisschen weniger Stärke, nochmal ein bisschen Sahne jetzt drunter gezogen hättet, dann würde man dazu auch Pudding sagen. Ja, aber wie gesagt, Pudding, also warm servieren, Pudding wird warm serviert und Creme wird kalt serviert. Da kommt jetzt Klarsichtfolie drauf und die Klarsichtfolie kommt direkt auf die Creme. Also drauflegen. Dann lasst ihr die so eine halbe Stunde ungefähr auskühlen und dann schlagen wir das gleich nochmal im Anschlagkessel mit Sahne zusammen auf und dann haben wir eine ganz fantastische Creme. Die muss übrigens nicht in einem Milchfeuille oder auf einem Milchfeuille serviert werden. Die könnt ihr zum Beispiel auch mit Himbeermark oder mit Obst oder so servieren. Also die Creme könnt ihr multifunktional einsetzen. Die Creme ist abgekühlt. Die Blätterteig, ich nenne sie jetzt einfach mal Blätterteigplätzchen, sind aus dem Ofen zurück. Wenn jetzt hier so ein bisschen Puderzucker noch übrig ist, also eigentlich kann man es dann auch noch mal im Backofen karamellisieren lassen, richtig, aber die Gefahr ist dann groß, dass dann sowas hier passiert, dass das halt so ein bisschen dunkel wird. Ich mag das, aber fachlich wäre das nicht so gut. Gut, also jetzt haben wir hier die Creme, ihr seht, die ist schön geliert, ne? Und so kann man die ja nicht verarbeiten. Also geben wir die wieder zurück in den Anschlagkessel und schlagen die jetzt einmal auf. Wenn die so richtig schön cremig ist wieder, geben wir Sahne dazu und schlagen und heben die Sahne unter. Ne? Also einmal schlagen, dann unterheben. So, die Creme habe ich jetzt aus der, oder die Maschine habe ich jetzt ausgestellt und die Creme ist jetzt halt schön glatt. Und jetzt geben wir da drunter 200 Gramm geschlagene Sahne. Das wird schön untergehoben. Nehmt dafür bitte auch einen Teigspatel und keinen Schneebesen. Ja? Also wir haben das jetzt untergehoben und jetzt füllen wir das in einen Spritzbeutel um. Wenn ihr so einmal Spritzbeutel habt und ich weiß, die sind im Moment sehr gefragt, könnt ihr die, der Vorteil bei einmal Spritzbeuteln ist, man kann die oben zuknoten. Also wenn ihr die jetzt komplett gefüllt habt, könnt ihr die oben zuknoten und müsst dann nicht das zuschweißen oder ähnliches. Okay, so habt ihr also einen dichten Beutel. Könnt das dann auch so in den Kühlschrank legen, wenn ihr das für den nächsten Tag braucht. Okay? Eine Spritztülle müsst ihr nicht drauf machen, weil wir es ja nicht
ausgarnieren, sondern es ist ein, das ist ein ganz, ganz klassisches Gericht, wo man auch mit Tupfen nachher arbeiten kann. Also muss keine Spritze drauf. Wenn ihr eine habt, könnt ihr die natürlich gerne verwenden. Ich mache das so, ungefähr daumendick schneide ich das ab. Und dann mache ich das jetzt einmal hier. Könnt jetzt hingehen und da zwei, also ihr könnt das unterschiedlich machen. Ihr könnt einmal hingehen und sagen, okay, wir machen hier unten so einen Kringel hin und legen dann das oben drauf. Und auf den nächsten macht ihr dann am Rand solche Tupfen. Von der Menge her würde das jetzt schon reichen, ne? Also das hier ist, sag ich mal, eine gute Kuchenportion. Bei einem klassischen Mehlfell, das ist erstmal kleiner, bei einem klassischen Mehlfell würde man drei Schichten machen. Das heißt, man würde jetzt hingehen und würde hier oben drauf noch eine machen. Jetzt gucken wir mal, dass wir das noch auf dem Teller anrichten. Einmal. So, jetzt machen wir ein bisschen Puderzucker noch da drauf. Jawohl! Wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsdesserts, auch so zwischendurch und so weiter, ne? Ja, ich esse das sehr gerne. Wenn ihr das jetzt kalt stellt, könnt ihr das auch, sag ich mal, mittags vorbereiten, abends und abends dann servieren. Passiert nichts mit. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.